Korruption, gefälschte Geburtsurkunden, noch vieles weiteres. Der ganze Skandal rund um die Olympischen Spiele 2024 und das Boxen geht weiter. Wer meine letzten Videos verfolgt hat, der sollte ja ungefähr Bescheid wissen, was in diesem Thema passiert ist. Wer aktuell nicht das Ganze gesehen hat, für den gibt es jetzt erstmal innerhalb von 5 Sekunden einen ganz kurzen Crashkurs. Schlagzeile 2, Männer boxen dieses Jahr bei den Olympischen Spielen gegen Frauen. Schlagzeile 2, Männer gewinnen ihre Kämpfe bei den Olympischen Spielen gegen Frauen. Schlagzeile 3, nach den Kämpfen kommt heraus, es sind da gar keine Männer, sondern es sind tatsächlich Frauen mit einem genetischen Defekt, das sie männliche wirken lässt. Schlagzeile Nummer 4, alles ist korrupt und alles stimmt anscheinend nicht. Ja, also das Thema wird von Tag zu Tag ein bisschen verwirrender und auch undurchsichtiger. Jedenfalls vor einigen Tagen war die Presse zu Besuch beim Vater von Imane Khelif und er hat die Geburtsurkunde von Imane in die Kamera gehalten, um zu beweisen, dass Imane Khelif eine Frau ist und auch als Frau geboren wurde. Das Problem hierbei ist jetzt nur, dass die Geburtsurkunde erst 2018 ausgestellt wurde, also knapp 19 Jahre nach der Geburt von Imane. Viele im Internet gehen jetzt eben davon aus, dass dieses Geburtsdokument oder diese Urkunde gefälscht ist oder im Nachhinein manipuliert oder neu ausgestellt wurde, um die Teilnahme von Imane Khelif bei den Olympischen Spielen und auch bei weiteren großen Turnieren zu gewährleisten. Als Hinweis darauf sehen viele diesen roten Stempel, auf dem 2018 steht, und viele sagen auch, dass das kein 20 Jahre altes Dokument sein kann, da es viel zu neu aussieht. Jetzt ist dann natürlich die Frage, ob das wirklich ein gefälschtes oder manipuliertes Dokument ist oder das einfach irgendwie neu ausgestellt wurde, ein neuer Stempel drauf geklatscht wurde, was auch immer. Der Grund aber, warum das für viele besonders merkwürdig ist, diese Geburtsurkunde seit 2018, ist, dass das Olympische Komitee keine Geschlechtertests durchführt, um herauszufinden, ob jemand ein Mann oder eine Frau ist, und die testen auch nicht mehr auf Testosteron, sondern sie gehen jetzt nur nach dem Geschlecht aus, das im Pass steht. Also wenn bei dir im Pass Frau steht, dann bist du laut denen eine Frau und kannst auch bei den Frauen im Sport mitmachen. Und ich denke, für viele ist es offensichtlich, was das große Problem daran ist, wenn du jetzt 25 Jahre lang ein Mann warst und dann sagst, okay, pass auf, jetzt werde ich zur Frau, du lässt dich umoperieren und alles Mögliche, lässt dann in deinen Pass eintragen, dass du eine Frau bist, dann bist du laut dem Olympischen Komitee offiziell eine Frau und darfst dann auch bei den Frauen im Sport mitmachen. Und das ist nicht korrekt. Dazu könnt ihr jetzt gerne mal eure Meinung kurz in die Kommentare reintippen und mir sagen, was ihr davon haltet. Das ganze Ding geht jetzt aber noch viel weiter. Und zwar die IBA, die International Boxing Association, also der internationale Boxverband, hat vorgestern eine Pressekonferenz abgehalten. Die IBA ist der Verband, der vor einem Jahr Imane Khelif von den Weltmeisterschaften gesperrt hat, nachdem die gesagt haben, ey, wir haben hier einen Geschlechtertest ausgeführt und es ist herausgekommen, dass Imane Khelif keine biologische Frau ist. Die haben eine Pressekonferenz abgehalten, in der sie versprochen haben, alle Informationen detailliert rauszugeben. Während der Pressekonferenz haben die dann gesagt, dass sie an demselben Morgen eine schriftliche Nachricht oder Benachrichtigung von Algerien und ebenfalls von Taiwan bekommen haben, dass sie über dieses Thema nicht sprechen dürfen. Und dann hat der Vorstand quasi noch gesagt, dass die Leute daher jetzt einfach nur zwischen den Zeilen lesen müssen, um zu erkennen, was denn hier wirklich die Wahrheit in dieser ganzen Angelegenheit ist. In dieser Pressekonferenz ist auch der Präsident der IBA, und zwar Umar Kremlev, zugeschaltet worden per Zoom-Meeting. They have forgotten Olympic Committee, National Olympic Committee is not a political organization, is a public organization. And today, unfortunately, we are witnessing the death of female boxing. Und dort hat er dann gesagt, dass das Olympische Komitee nicht vergessen sollte, dass die Olympischen Spiele keine politische Veranstaltung sind, sondern eine Veranstaltung für die Öffentlichkeit, und dass das gerade der Tod für den Frauensport oder beziehungsweise für den Frauenboxsport sei. Ebenfalls bei dieser Pressekonferenz war auch der Arzt Dr. Ioannis Philippatos, ein ehemaliger Vorstand der IBA, anwesend und sollte einige Fragen rund um das Medizinische beantworten. Wenn man ihn kurz googelt, dann kommt das hier alles dabei raus. Und zwar ist Dr. Ioannis Philippatos Chirurg, Sportmediziner, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe mit über 25 Jahren Erfahrung an renommierten REA-Krankenhaus in Athen, Griechenland, wo er auch Anteilseigner ist. Das REA-Krankenhaus ist seit 2016 von der Swiss Approval International als eines der besten Krankenhäuser der Welt zertifiziert und gültig bis 2025. Er verfügt über umfassende und zertifizierte medizinische Kenntnisse in allen Bereichen. Er war der Chefringarzt bei den IBA-Weltmeisterschaften, er hat das Testevent für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro geleitet und er hat in seiner gesamten Karriere bei der IBA und bei der EUBC, also bei der Europäischen Boxkommission, 6500 Kämpfe als Ringarzt begleitet und bei der WSB ungefähr 420 Kämpfe. Anhand von diesem Lebenslauf kann man wahrscheinlich sagen, dass er ein relativ erfahrener Mann ist und eigentlich auch wissen sollte, wovon er spricht. Er sagte in dieser Pressekonferenz auch: dass er damals
nach der Untersuchung der Ringärzte eine Information zugesteckt bekommen hat und daraufhin erst haben sie sich dazu beschlossen, Imane Khelif und auch die taiwanesische Boxerin zu testen auf Chromosome. Diese wurden an zwei unabhängige Labore geschickt, einmal nach Istanbul und einmal nach Delhi. Und dabei ist herausgekommen, dass sie eben XY, also männliche Chromosome im Körper hatten, was biologisch bedeutet, dass sie eigentlich Männer sind. Daraufhin sagte er halt auch, dass es wichtig ist, hier die Frauen in diesem Sport zu schützen und dafür zu sorgen, dass tatsächlich auch nur Frauen im Frauensport antreten. Und für alle anderen kann man ja auch eine eigene Mix, quasi ein Mix-Event machen, wo jeder gegen jeden kämpfen möchte, so wie er Bock drauf hat. Außerdem hat er auch gesagt, so, ey, im Privatleben kann jeder machen, was er möchte, im Bett kann jeder machen, was er möchte. Aber im Sport, bei einem so großen Wettbewerb, muss man sich eben nun mal an die Regeln halten und dafür sorgen, dass es eine saubere Trennung zwischen Mann und Frau gibt. Viele behaupten jetzt auch, dass dieses ganze Thema rund um das Geschlecht von Imane Khelif erst aufgetreten ist, nachdem Imane Khelif 2023 die russische Boxerin Azelia Amineva besiegte in ihrem Kampf. Nach diesem Kampf wurde Imane Khelif dann getestet, dann im Nachhinein disqualifiziert und dieser Kampf wurde als No Contest, also nicht mehr als eingetragen gewertet. Hintergrund dazu ist, dass die IBA von Russland ausgeleitet wird und auch von Russland ordentliche Fördermittel und Finanzen bekommt, um die Events zu veranstalten. Daher liegt der Gedanke auf jeden Fall nahe, dass es da sich um Korruption handeln könnte. Und die IBA war in den letzten Jahren auch immer wieder in Korruptionsskandale verwickelt und ist seit, ich glaube, 120 Jahren der erste Verband quasi, der aus den Olympischen Spielen wegen Korruption ausgeschlossen wurde. Daher zweifeln jetzt auch sehr viele Leute eben an der Glaubwürdigkeit der IBA und zweifeln an, dass es überhaupt irgendwelche Tests gab und dass es nicht einfach nur, ja, dass sie einfach nicht nur versucht haben, ihre eigene Boxerin da quasi durch das Turnier zu bringen und diese Niederlage zu streichen. Imane Khelif ist jetzt zum Abschluss auch nochmal selbst online gekommen und hat auch ein paar Worte verloren und hat die Leute darum gebeten, quasi im Internet mit dem Mobbing aufzuhören und sich ein bisschen zu überlegen, was sie denn da tatsächlich sagen. Sie hat auch kurz zusammengefasst gesagt, dass es eine sehr, sehr schwierige Zeit für sie ist und auch sehr emotional, aber sie sich zu 100% nur darauf konzentriert, diese Spiele durchzuziehen und eine gute Performance zu liefern und die Kämpfe zu gewinnen. Ja, es bleibt auf jeden Fall weiterhin interessant, was dieses ganze Thema angeht. Ich bin mir sicher, dass auch in den nächsten Tagen wieder Neuigkeiten dazu auftauchen werden, weil, ja, wird heiß diskutiert und jeden Tag tauchen neue Informationen dazu auf. Sollte es interessante Neuigkeiten dazu geben, werde ich euch auf jeden Fall wieder ein Update dazu geben, damit ihr wisst, was aktuell Sache ist. An dieser Stelle bin ich jedenfalls schon fertig. Schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Und ja, das war's. Ciao, ciao.